aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Wir sind auf der Obertal und ich habe beim letzten Mal vergessen, das Game zu speichern, als ich runter bin. Von daher, ihr erinnert euch an die Tour mit dem Schneeflug, wo wir hier schön die Welle aufgeschüttet haben. Die gibt es demnach nicht, weil er eben diesen Spielstand nicht gespeichert hat, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Wir werden nämlich Folgendes machen. Von daher kaufen wir uns diesen LKW einfach nochmal. Design, Standard. Ach so, rundum leuchten. Ah. Beide. Ja, kaufen hier, ne? Okay. So. Da haben wir den. Und ich habe etwas geholt. Wer das mit dem Schneeflug gesehen hat, hat gesehen, dass das also ziemlich daneben gegangen ist, wegen der, doch dieser enormen Schneemassen, die wir hatten. Aber ich habe was geholt. Ich hoffe, ich finde es. Diverses. Ja, zwar haben wir einen Schneeflug. Und das ist es, das Ding? Sweep, sweep, lass, nee. Irgendwo habe ich eine Schneefräse. Da. Für Dumme steht's dran. Wir machen hier natürlich auch am besten das Stara-Orange. Oder gibt es hier auch ein Verkehrsorange? Challenger, JCB, John Deere, Klaas. Nö. Wir nehmen dann einfach das Stara. Drei Punkte. Da müsste da ja ein Schlepper vor, hä? Radlader. Was kommt jetzt von LKW? Egal, pass auf. Wir kaufen einmal beide. Und gucken mal, ob wir eine von den beiden brauchen können. Ansonsten brauchen wir natürlich noch einen entsprechenden Schlepper dazu, ne? Entschuldigung. Was ist hier eigentlich für ein Scheiß drin? Was ist denn das? Was ist das? Ach so. NMC Schneefräse. Okay. Ist das denn die, die wir geholt haben? Schiebeschilder. Könnte hinkommen. So, einmal verklickt. Macht nichts. Okay, können wir jetzt hier irgendwas, doch, das für den Radlader könnte funktionieren, war, oder? Gucken, was die hier für eine Aufnahme vorgeschraubt haben, ob das passt. Nee. Also kriegen wir mit dem tatsächlich nicht angehangen. Dann würde ich sagen, brauchen wir hier am besten einen Großtraktor. Nehmen wir denn da mal für einen. Wir brauchen einen, der Zapfwelle vorne auch hat. Richtig? Richtig. Case US-Serie. Der hat natürlich, so wie es aussieht, keine Zapfwelle vorne. Draußen kläfft wieder irgendein Hund. Case Magnum. Boah, den könnten wir nehmen, wa? Agri-Bumper montiert? Nein. Wir nehmen die größte Ausführung, die wir finden. Aber ich hätte so ein Ding gerne in Orange. Sie mit dem Fendt. Hat der sowas vorne? Merkwürdig. Haben die alle keine Zapfwelle vorne? Was ist das für ein komisches Zeugs? Deutz, Hauptfarbe, Stara, Felgenfarbe, Stara. Ih, das sieht aber scheiße aus, guck mal. Großtraktor ohne Zapfwelle vorne. Hm. Ich will einen mit Farbauswahl. Haben doch Zapfwelle, oder nicht? Da ist doch irgendwie sowas.
Hör nicht blöd. Pass auf. Das Dumme ist, den können wir jetzt nicht weiter einfärben. Was schade ist. Wir bleiben beim 300er. Reifenvariante. Breitreifen und Dingens. Pass auf. So, den kaufen wir jetzt. Fertig. Mal sehen, ob ich irgendwo mal so einen im Verkehrsdesign herkriege. Es geht jetzt erstmal ums Testen. Schön. Schön rot. Gefällt mir nicht. Passt nicht. Naja, egal. So, pass auf. Freund. Du anschmeißen. Also Schneefräse nicht für den LKW geeignet. Soweit erstmal dazu. Wir müssen sehen, dass wir hier vom Hof runterkommen, sonst hat der Händler nämlich zu. Und dann haben wir ein Problem. So. Ah, okay. Damit machen wir das Ding. Ah, wunderbar. Jetzt schauen wir mal. Guck mal, was der hier für Spuren hinterlässt, ey. So, pass auf. Das Rohr ausfahren. Okay. Einschalten. Und senken. Jetzt geht's rund hier. Hoffentlich. Oder auch nicht. Naja. Also hier auf der Wiese nicht so. Ach so, man sollte sie einschalten, oder? Aber dass das jetzt sonderlich viel bringt, ich weiß nicht. Irgendwie räumt die gar nichts. Da kommt auch nichts raus da oben. Enttäuschend. Echt enttäuschend. Ein Mod, der nicht funktioniert. Der räumt ja überhaupt nichts weg. Oder macht er das wieder nur auf eigenen Grundstücken? Vor allen Dingen müsste ich mal gucken, wo überhaupt die Straße ist. Wir sind doch hier völlig daneben. Hier ist die Siedlung. Will mir einer sagen, wo die Straße ist? Ja, ist doch hier. Ja, genau. Aber räumt die gar nichts. Also das ist echt enttäuschend. Guck mal, hier haben wir schöne Spuren jetzt auf der Straße, aber das war es dann auch. Eine Schneefräse, die nichts fräst. Hm.
Also das Ding ist echt für den Arsch. So, und wenn wir... Was passiert denn, wenn wir jetzt vor diesem Traktor ein ganz normales Schiebeschild vormachen? Geht das denn? Haben wir da mehr Kraft im Buckel als mit dem LKW, oder? Also diese Fräse kannst du knicken. Das Ding ist für den Arsch. Kannst du dir die Gödels mit aus dem Popo fräsen, aber mehr auch nicht, du. Alter Falter. So, pass auf. Nee. Zu dieser Seite bitte. Genau. Das gucken wir uns dann gleich mal an hier. Pass auf. So. Jetzt sind wir drauf auf der Straße. Runter. Also man müsste das Ganze tatsächlich dann anscheinend mit dem Traktor machen, anstatt mit dem LKW. Der hat die Kraft dafür einfach nicht. Und wenn man dann weiß, wo die Straße ist, also so in etwa, dann kriegt man das ganz gut weg. Aber du brauchst echt hier Muckis im Motor, ne? An dieser Stelle übrigens, wir haben schon wieder 12 Minuten weg, ne? Däumchen wären, Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich unterwegs, bin ich ab und zu unterwegs, genau. Wer Lust hat auf RP und LS19, einfach mal bei Chaos Farming reinschauen. Da, Link dazu gibt es bei mir in der Videobeschreibung. Manchmal stammel ich mir einen zugange, das ist unglaublich. Genau, da findet ihr einen Teamspeak und über den könnt ihr dann mit uns quatschen. So, wo ist jetzt die Straße? Achso, genau, da ist er weg. Ja, aber hiermit scheint es dann zu funktionieren, soweit. Alles andere ist Bullshit hier, du. Echt? Wir gucken uns das Ganze mal noch ein bisschen an. Also hiermit funktioniert es jetzt tatsächlich. Du brauchst extrem viel Kraft dann auch dafür, ne? Gucken, wenn das jetzt nicht so schnell, wenn so viel ist, dann werden wir hier auch tatsächlich ein bisschen schneller. Die Straße kann man allerdings wirklich nur erahnen, wo die ist. Das sind echt enorme Schneemassen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir dann frühes Frühjahr haben. Inwiefern der Kack dann hier schon wieder weg ist, das lassen wir mal dahingestellt. Bleibt gleich auch einfach hier stehen, hier kommt sowieso kein Mensch durch. Und diesmal werde ich natürlich nicht vergessen zu speichern, ne? Alter, aber so viel Schnee. Schon irre. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen früh wieder oder morgen Nachmittag oder wann auch immer ihr das euch anschaut. Und ich freue mich drauf. Lasst ein Abo und ein Däumchen da. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.